Oh ja, okay, jetzt springen wir woanders hin. Wieder zu der Familie zurück. Nach 12 Jahren Jumbojet sollte ich doch ein Auto reparieren können. Tja, scheinbar nicht. Alles okay? Ja, klar. Kennt man ein Motel, kennt man alle. Alle stinkig und versifft. Geht ihr schon mal vor. Ich hol mir eine Flasche Wasser. Ja, zumindest gibt's ja Motel in der Nähe. Das ist ja schon mal ganz gut hier. Rails Mom sagt, ich darf bei ihm übernachten. Warte nicht! Hallo? Ja, so schlimm sieht's ja gar nicht aus, ne? Geht ja eigentlich. Ich glaube, wir müssen mal auf die Glocke hauen, ne? Wir warten nicht, wir nerven. Ich will bedient werden. Hallo? Bitte kommen Sie. Hier ist ein Kunde. Entspann dich mal. Hast du es eilig? Ja, habe ich. Hi. Wir hatten ein paar Meilen östlich von hier einen Unfall. Haben Sie vielleicht 2 Zimmer frei und die Nummer eines Abschleppdienstes? Oh, keine Chance. Unser Mechaniker Frank ist übers Wochenende in Tucson. Na gut, dann nur die Zimmer. Das macht 70. Nur Barzahlung. Ich habe 52. Das reicht für ein Zimmer. Hey, Joyce! Bin hier beschäftigt. Ich kann auch noch mal Teller abwaschen, ne, um den Rest dann mir zu verdienen. Bitte ein Zimmer. Mit Manager sprechen. Naja, komm. Komm, bitte. Wir machen mal so unseren Hundeblick hier. Komm schon, bitte. Sei nett. Bitte, es wäre eine große Hilfe, wenn ich den Rest morgen bezahlen könnte. Meine Tochter braucht ihren Schlaf. Und mein Vater schnarcht unerträglich. Oh Gott. Oh, so eine Süße. Wir konnten ihr Herz erwärmen. Ich wollte mich doch wohl nicht um ein paar Dollar betrügen. Daddy ist ein richtig guter Betrüger. Ihn muss man genau im Auge behalten. Oh oh. Kinder. Also, warte mal, du willst doch jetzt nicht ernsthaft sagen, nur weil ich da vorhin mal so ein bisschen gespickt habe, als wir sozusagen hier, ne? Ich sehe, was aus Unisys gespielt haben. Dass dieses jetzt, okay? Also, das heißt, die kleinen Entscheidungen haben wirklich Auswirkungen auf, ja, haben wirklich Auswirkungen auf die Geschichte. Interessant. Jetzt ist sie wahrscheinlich so ein bisschen, jetzt findet ihr uns ein bisschen suspicious und es wird auf uns zurückkommen in irgendeiner Art und Weise. Ja, der Blick sagt alles. Hi, ich bin Michelle. Vielen Dank für die Unterkunft. Nun, wir haben ja noch Platz. Und helfen gerne. Das ist schön. Und wieder eine Sicherung. Ohne Schutzschalter geht's einfach. Oh, hey, willkommen in Turok. Paul, frag bitte Norma, ob sie das Auto von dem Mann zum Parkplatz abschleppen kann. Oh Mist, haben Sie einen Platten oder sowas? Ich kann gut Sachen reparieren. Nein, Motorschaden. Aber Sie können es gern versuchen. Ein roter SUV östlich, nicht zu verfehlen. Sind alle so freundlich hier, ist ja schön. Na, wenn du Spaß dran hast, bitteschön. Hey, kennen wir uns? Nee, man verwechselt mich oft mit Clint Eastwood. Mhm. In welchem Paralleluniversum denn? Ja, so schlimm sieht das doch hier noch nicht aus, also muss man ehrlich mal sagen. Gott sei Dank ist das hier kühl. Sind wir jetzt im Urlaub? Können wir schwimmen gehen? Ach, weißt du was? Unsere Badesachen sind im Umzugslaster. Und hüpf nicht auf dem Bett rum, okay? Darf ich eine Tiersendung anschauen? Bitte! Hey, ich hab gesagt, nicht hüpfen. Ich höre auf, wenn ich Fernsehen darf. Da lernt man was. Okay, sind wir jetzt so ein Arschlochfahrer und sagen, nein, kein Fernsehen oder... warum soll sie nicht Fernsehen gucken? Ich meine... Einige sind schon ein bisschen frech, muss man sagen, aber komm, ne, solange dir du wirklich eine Tiersendung anguckst, ist es in Ordnung, ne? Na gut, eine halbe Stunde. Ja, danke, Daddy. Du musst mir danach ein paar coole Dinge erzählen. Mann, die Kleine kann echt gut verhandeln. Sie hatte einen harten Tag. Lass sie ruhig. Ja, wollte ich gerade sagen, was soll schon schaden, eine halbe Stunde Fernsehen? Ist okay? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich verspannt an. Gibst du mir eine Massage? Nettes Zimmer. Sieht aus wie... Ist vielleicht nicht die richtige Umgebung gerade. Ich geh kurz mit Zeus raus. Vince, würdest du mitkommen? Wir sind doch gerade hergelaufen. Tja, aber er muss pinkeln und ich will mit dir über etwas reden. Oh.
Scheideweg. Ist das jetzt wirklich so eine tragische Entscheidung? Ich meine, den Opa haben wir jetzt ja schon mal verärgert. Das bei unserer letzten Entscheidung. Vielleicht soll ich dir jetzt ein bisschen ruhig stellen oder sowas. Also, ich meine, ich kann mir jetzt auch, ganz ehrlich, ich meine, bei Michelle bleiben, ihr eine Massage geben, das ist ja alles wunderbar. Aber die Atmosphäre hier ist ja eh nicht irgendwie sonderlich, ja, entspannt und erotisch oder weiß ich nicht. Ich gehe mal mit den Opa mit, Jim. Ich glaube, der hat meine Aufmerksamkeit jetzt ein bisschen nötiger. Nicht, dass er sich am Ende noch irgendwie ganz traurig fühlt. Deswegen, komm, geh mal mit dir mit. Klar, ich komme. Alles gut, die Massage, die folgt noch, keine Sorge. Das wird jetzt ja nicht so schlimm sein, oder? Ich nehm's dir nicht übel, dass du vorhin auf Michelles Seite warst. Muss schwierig sein, wenn ich dich so reize, während ihr beide so angespannt seid. Das stimmt. Willst du mir jetzt Ehe-Tipps geben? Wenn ich mich recht erinnere, bist du damals abgehauen. Nein, nein, nein. Ich will nur Danke sagen. Für Aha. die letzten paar Monate. Dich neu kennenzulernen, Zoe kennenzulernen, das war ein Segen. Schön, dass Auch schön. Hat. Weißt du, was das Schlimmste daran ist? Mit diesem Tumor im Kopf? Oh, er hat nur einen Tumor. Lebst du mit Unsicherheit, Angst vor dem Tod, bereust du deine Entscheidung? Oh, ja gut, Angst vor dem Tod ist wahrscheinlich so das Normalste, was man hat, wenn man einen Hirntumor hat. Dann machen wir mal, lebst du mit Unsicherheit. Das können wir Die ganzen auswählen. Fragezeichen? Wie lange bleibt mir? Entscheide ich mich richtig? Du wärst ein guter Therapeut. Eher ein neurotischer Patient. Naja, gibt's da einen Unterschied? Unrecht. Ich frage mich all das selbst, aber ich meinte eigentlich die Schuld. Diese unaufhörliche Schuld. Ich war 30 Jahre weg. Nicht vorzustellen, wie das für dich und deine Mutter war. Interessant. Nur, um heil zu sein und der Welt den Mittelfinger zu zeigen. Beschwer dich nicht bei mir, klingt nach Spaß. Du bist jetzt hier, warum hast du es getan? Ja. Gut, man kann es, ich meine, ist scheiße, ja, aber man kann es ja nicht wieder gut machen. Oder man kann es nicht rückgängig machen. Deswegen würde ich sagen, du bist jetzt hier, wir verbringen jetzt eine schöne Zeit miteinander und alles ist wunderbar, oder? Also, das spielt doch eine Rolle, letztlich. Letztendlich hast du an meine Tür geklopft. Das war sicher nicht einfach. Ja, das stimmt. Nein, war es nicht. Es tut mir leid, mein Sohn. Ich weiß, ich verdiene dein Vertrauen nicht, aber ich muss dich etwas fragen. Okay. Die Ärzte, sie sagen, ich habe vielleicht nur noch 2 Jahre. Sie können es natürlich nicht genau wissen. Aber nun, ich sagte ja, ihr könntet mich in Tulsa absetzen, dass ich dort Freunde treffen kann. Spuck's schon aus, Jim. Wie fändest du es, wenn ich mit dir, Zoe und Michelle im neuen Haus wohnen würde? Im Ernst? Vor 6 Monaten wusste ich nicht mal, dass du lebst. Jetzt willst du das... Das... Ich will nicht im Krankenhaus leiden. Ich will bei meiner Familie sein. Er will halt alles nachholen wahrscheinlich, ne? Aber ganz ehrlich, jetzt mal, so wie ich das mitbekommen habe, verstehen die sich ja nicht gut mit Michelle. Ich meine, also er versteht sich nicht gut mit Michelle. Da gibt's ja schon Reibereien. Ich glaube nicht, dass es gut gehen kann. Also, nee, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, ganz ehrlich. Nee. Jim, nein. Wir sind Fremde und keine Mitbewohner. Tut mir leid. Vielleicht brauchst du Bedenkzeit. Wir können... Reden wir später doch nochmal drüber. Ja, der will jetzt halt alles nachholen. Ich hol mir mal ein Bier. Der will jetzt halt alles nachholen, aber... Man kann halt 30 Jahre nicht komplett rückgängig machen. Hallo. Schwierig. Hab dein Auto hergeschleppt. Du hattest recht. Das kann ich nicht nur mit einem Hammer und Spucke reparieren. Was kriegen Sie? Nichts. Ihr seid Gäste. Los, pack ihn hinten, schnell! Was in aller Welt? Was passiert denn jetzt hier? Auf den Boden! Ach, die... Oh, geht weg, ey. Ich sagte, auf den Boden! Alter. Weigern, es tun, was soll ich denn mal los? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt, was die fähig sind.
30 Minuten vorher. Warten Sie. Sie brauchen keine Hilfe zu rufen. Oh, erkunde, Hilfeknopf reißen. Beruhige sie, weiß ich nicht. Bitte nicht. Ich werde Ihnen nichts tun. Okay, das wird... Ach, ja komm, was soll ich machen? Also, bevor wir erwischt werden. Erwischen. Also es ist schon, ich komme ja richtig schlecht vor gerade. Sie müssen mir zuhören. Sind Sie seine Frau? Ja, vielleicht kann sie mir nicht zuhören. Wir wissen es ja gar nicht. Vielleicht ist sie ja... Na gut, sie hat ja Musik gehört, also... Du bist in Sicherheit, ich weiß nicht. Sie müssen mir zuhören. Machen wir lieber mal das. Sie müssen tun, was ich sage, okay? Wenn meine Brüder merken, dass sie hier sind. Verstehen Sie? Ach ja. Ah. Sorry. Okay. Wir wollen nur das Geld. Dann sind wir weg. Interessant, okay. Hier hast du $5. Welches Geld? Ich weiß nicht. Wissen Sie es nicht? Hat er nichts gesagt? Er erzählt mir nie was. Oh, entschuldigen super. Sie meine Neugier. Die bleibt... Also ich meine, die könnte ja richtig Krach machen und alles, ne? Aber er versucht es im Büro am Ende des Gangs. Aber die ist total kooperativ. In was auch immer er verwickelt ist, ist seine eigene verdammte Schuld. Ja, oh, das scheint eine sehr glückliche Ehe zu sein. Ich bin mal gespannt, so unter den ganzen Jungs ist der scheinbar so der einzig Vernünftige, nenne ich es jetzt mal. Also und wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich es nicht machen muss... Ja. Wenn ich es nicht machen muss, werde ich die auch nicht ausrauben. Ich sehe in seinem Büro nach. So ist es gut. Hier drin muss er sein. Ja, ich meine, was ist das denn mal ehrlich, ey? Also es war, es ist immer so lustig, ne? Ich meine, die Tat an sich ist ja schon sehr bedenklich, ne? Und natürlich treffen wir dann noch seine Frau im Rollstuhl, ja, um dann nochmal uns zu verdeutlichen, mach es bloß nicht. Es wäre schon moralisch ganz schön bedenklich, das jetzt so durchzuziehen. Ich weiß gar nicht, warum er sich jetzt da so einfangen lässt. Ich meine, ja, das sind die Brüder, vielleicht will er irgendwie, ich habe ja schon verstanden, warum, ne, man braucht das Geld letztlich, um der Mutter da irgendwie auszuhelfen oder so, aber ich weiß nicht. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Das ist die einfachste Möglichkeit wahrscheinlich, aber nicht die richtigste, ne. Vogelbeobachtung. Boah, das würde jetzt nicht jeder sagen, ne? Ist sehr speziell, aber vielleicht findet er noch was. Was haben wir denn hier? Oh. Ich hab ihn. Große Überraschung. Was zum? Wo ist der Code? Ich hab mir nicht... Oh, scheiße, ich hab mir nicht gemerkt. 5... Irgendwas mit 5 war es. 5, 9... Irgendwie, ich weiß nicht. Weißt du was, ist mir auch egal eigentlich, ich will den auch gar nicht öffnen. Ich habe dir gesagt, ich will den nicht ausrauben. Also mache ich es nicht. Und ich lasse die Zeit einfach ablaufen. Ich sehe jetzt keinen Grund darin. Ich meine, scheinbar rauben wir nachher eher die Tanke da aus. Also halte ich mich zurück, ganz ehrlich. Komm schon. Och, was weiß ich, ey, ich kämpfe 5, 9, 1, 4, was weiß ich, keine Ahnung. Ist falsch, ich weiß, aber ich kann mir keine Zahlen merken. Ey, der Code ist weg. Der Code ist... Nee, oder? Tyler wird ausrasten. Hey, manchmal geht eben was schief. Dafür gibt's Plan B. Na los, hilf mir mal. Oh, naja. Ist ja okay, die Nachbarn merken es eh nicht. Ja. Ich hatte es fast. Oh. Sehr schönes Timing hier, ne? Hallo Sheriff, willkommen zu Hause. Wir haben noch Zeit. Kann ich meinen Bruder einfach hier im Stich lassen und wegrennen? Weißt du was, wir müssen los. Lass mal gut sein jetzt hier. Sehr vernünftig. Du musst tun, was ich sage. Nein.
Oh, so ein Bastard, ey, wirklich. Becky? Scheiße. Reiß dich zusammen, ja? Mach den Safe auf oder die Familie ist tot. Alter, komm mal runter, Junge. Meine Güte. Hinter Tisch verstecken. Safe auf, Bray. Das Problem ist, ich traue dir halt wirklich zu, dass der jetzt irgendwie den niederschlägt oder so. Ja komm, scheiß drauf, dann mach ich den Safe auf, aber... Halt dich einfach zurück hier mit deinen... Gewalttaten, ja? Hände hoch, Arschloch! Bitte, nicht schießen! Hier T1, habe einen 13506. Northwood Drive 28. Okay. Schickt Verstärkung. Der stirbt so oder so. Tja. Also ich werde nicht helfen, es tut mir leid, aber... Nö, ich greife da nicht an. So, Tür laufen, tschüss. Ich kann es nicht ausstehen, Karl. Bitte lass mich große Kinder. Oh Gott. Oh. Sheriff, Ihre Verstärkung ist jeden Moment da. Was ist jetzt passiert? Er ist Bein geschossen oder was? Los, packen wir die Tasche. Oh. Das ist doch nicht mal viel Geld. Wie viel ist denn das? Also das waren zwei oder drei Bündel gerade. Ja. Was ist los? Hab ihn erschossen. Weg hier. Ach, erschossen. Ach du Scheiße. Oh. Er war zu früh. Weiß nicht, was passiert ist. Wir müssen los. Habt ihr die Kohle? Oh ja, wir haben es. Gut gemacht, Jungs. Na ah, toll. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch, ey. Hätte man das jetzt verhindern können, dass der Polizist stirbt? Das wäre auch mal interessant zu wissen, eigentlich. Jetzt. Desert Dream Motel. Sie haben uns nicht gesehen. Nein, die hätten gebremst. Mal hergehört. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen nicht mal euer Geld. Wir müssen nur hier untertauchen, bis wir abhauen können. Macht keine Dummheiten und euch passiert nichts. Verstanden? Ja, bitte lass uns gehen. Wie können wir dir vertrauen? Ich meine, wollen wir wirklich mit... Ist das ein Typ, mit dem man verhandeln kann? Weißt du, aber wir betteln auch trotzdem. Mal sehen, wie er reagiert. Ich will erstmal ein bisschen abtesten, wo meine Grenzen hier liegen. Ja. Lasst uns gehen. Wir sind nur auf Durchreise. Eigentlich gar nicht hier. Genau wie wir. Tut, was ich sage, und wir sind schon bald hier weg. Du, stell den Hund ruhig. Alles gut, Zeus. Lass uns ein Auto klauen. Und in die andere Richtung fahren. Ja, lass bloß den Hund in Ruhe, ja. Zu riskant. Was, wenn sie Straßensperren haben? Vince, wir müssen etwas tun. Versuchen zu verhandeln. Man kann doch, wir haben doch gerade erlebt, wie die drauf sind. Ja, sie sind bewaffnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, mit denen zu reden. Das sind nicht gerade vernünftige Menschen, scheinbar, ne? Lass mal lieber mal gut sein. Sie haben Waffen. Dann nehmen wir sie ihnen weg und lassen uns abknallen. Gott, Jim, das ist nicht stirb langsam. Wir müssen hier weg. Ja. Erst wenn es dunkel wird, dann verschwinden wir querfeldein. Unsere Chance. Ich sag dir, wir müssen weg. Mach runter. Ganz ruhig. Runter damit! Ganz kurz mal, ich muss mal kurz was schauen. Kleinen Moment. Okay. Weiter geht's. Bitte gehen Sie. Ja. Beruhigen wir uns erstmal alle und dann können wir ja ein bisschen diplomatisch verhandeln, ne? Lasst uns alle einfach. Tief durchatmen, okay? Es ist mein Motel. Ich mach das. Ja, er hat recht. Joyce, wenn das Ding losgeht, dann kratze ich sie von der Wand. Aber dazu muss es nicht kommen. Wenn wir es schaffen, diesen Jungs aus ihrer misslichen Situation zu helfen. Ein Scheiß helfe ich ihnen. Zeigt eure Gesichter. Ich sagte, runter mit den Masken. Ja, machen Sie es, oder? Oh. Oh nein. Ihr seid die Holt-Jungs. Ihr habt unser Auto gerammt.
Paul, nimm die Schrotflinte. Nein, nein, nein. Tja, so läuft alles zusammen, ne? Ich kann nicht. Himmel, echt jetzt, Paul? Du, nimm die Waffe. Ja, wir knallen jetzt aber... Jetzt ziel auf ihn. Wenn du das tust, wirst du es bereuen. Also heißt, wenn ich ziele, dass ich gleich schieße, weil also schießen möchte ich nicht, aber vielleicht wäre es mal ganz gut, denen zu zeigen, dass sie mit uns ja nicht machen können, was sie wollen, ne? Also. Du hattest doch noch nie eine Waffe in der Hand. Aber ich lerne schnell. Oh. Fass mein Zeug nochmal an und du bist erledigt. Okay. Hey, verstanden. Hast du den Truck versteckt? Wir halten uns zurück. In einem Schuppen. Tyler, diese Leute haben uns nichts getan. Das würden sie aber. Du und Dale, behaltet sie im Blick. Ich muss telefonieren. Ich bin's. Es gibt Ärger. Desert Dream Motel. Denkst du, ich weiß das nicht? Aber zumindest kann man mit dem einen reden, ne? Das... Rüber zu den Tischen! Also nicht mit dem, aber mit dem... Ihr habt doch niemanden verletzt, oder? Wir haben den Präsidenten getötet. Stimmt's, Bruder? Du bist der mittlere Bruder. Der da im Jugendknast gelandet ist. Halt die Schnauze! Warum? Weiß doch jeder. Joyce nicht! Ich hab gehört, du bist genau wie dein Daddy. Ein kaputter Holt, der gerne die Welt zerstören will. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist gerade. So? Oder vielleicht so. Thomas Zoll ist nervös. Weißt du was? Ich sag mal lieber nichts, komm, ist gut. Ich will ihn nicht weiter provozieren. Ich glaube, der ist schon ziemlich an der Grenze gerade. Jetzt! Er ist ein Hund. Er hat keinen Ausschalter. Er ist nur nervös, Dale. Mir egal, wie es ihm geht. Er soll die Schnauze halten. Wir beruhigen den Hund. Nicht, dass er den Hund jetzt erschießt oder sowas, ja? Hey, hey, Zeus. Kennst du mich noch? Er soll die Schnauze halten. Alter, lass den Hund in Ruhe. Das nennt sich den Raum kontrollieren. Indem du auf Hunde zielst, reicht es nicht, dass du dem Kästenjungen den Kiefer gebrochen hast? Mach mich bloß nicht an! Oder was? Brichst du mir auch den Kiefer? Oder erschießt du mich? Zeus, ruhig. Ich weiß nicht, ob das gerade irgendwie mutig ist, was sie macht, oder einfach nur fahrlässig. Ich meine, die provoziert ihn ja so richtig hart. Ich meine nicht, dass er jetzt irgendwie Joyce abschießt oder so, aber ich will auch nicht, dass der Hund stirbt, mal ganz ehrlich. Also, ich beruhig mal Zeus. Jim, gib ihn her. So ist gut. Braver Junge. Ganz ruhig. Das könnte mein Herz nicht verkraften. Scheiße. Nein, du bleibst hier. Du bleibst hier. Ruhig, Zeus. Ruhig. Und? Bist du zufrieden? Jetzt nimm die Waffe runter. Du solltest dich wirklich schämen. Ich hab genug von dir. Weißt du das? Kleb ihr den Mund zu. Ja, ich muss es doch machen, oder? Ich meine... Ja, was soll ich denn machen? Ich meine, ich muss es machen. Der Typ ist doch komplett Psycho. Also... Wenn ich mich weigere, dann schieße ich. Aber ich will es mal probieren, weißt du was? Ich weigere mich trotzdem mal. Ich versuch's einfach mal. Mach die Drecksarbeit selbst. Das war dumm, jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Oder so. Naja.